Okay. Knöpfe drücken oder was? Spiel das, Kindrückers. Hey, stopp! Was tun Sie da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Aufhören, habe ich gesagt! Halt! Hä? Was ist denn das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein! Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Goal, das wollte ich nicht! Diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werft ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Bodenlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel wem am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Aua. Was? Die Hölle. War ja klar. Schon wieder im Tutorial gelandet. Ehrlich. Ehrlich. Das Ganze beenden. Den Kreis durchbrechen. Okay. So, das war ja ein ganz schön harter, eiteriger Brocken, den wir da schlucken mussten. Nee, eine bittere Pille. Und jetzt sind wir in dieser recht vertrauten Umgebung wieder zu uns gekommen. Ein wenig strange und genau an der Stelle möchte ich ein bisschen darüber erzählen. Erst einmal, dass wir tatsächlich relativ viel Aufwand hatten, den dritten Teil, also Goodbye Deponia, ein wenig umzuschreiben, nachdem wir die ersten beiden Teile eigentlich genau so umgesetzt haben und durchproduziert haben, wie sie in meinem ursprünglichen Konzept, das halt zu Beginn der Produktion von Goodbye Deponia schon fast 5 Jahre alt war, vorgesehen waren. Ich kam mir vor wie Cary Grant bei den Dreharbeiten zu Der unsichtbare Dritte, aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Wir hatten diverse Ideen, wie wir tatsächlich diesen Tiefpunkt von Rufus illustrieren, der eigentlich in dem ursprünglichen Konzept bereits an der Küste von Porta Fisco stattfinden sollte. Und wir wollten Rufus quasi in diesem Screen, den wir schon aus dem zweiten Teil kennen, wo wir zum ersten Mal den Goon getroffen haben, an die Küste spülen lassen und dort halt diese Tristigkeit ausbaden. Das war das alte Konzept, aber das wäre viel zu kurz gewesen. Also wäre von der Länge her und von der Spieltiefe nicht den anderen beiden Teilen mehr gerecht geworden. Deswegen habe ich mir tatsächlich nochmal ein halbes Jahr Zeit genommen, um halt diesen dritten Teil komplett umzuschreiben und zu erweitern. Und dies ist eine der ersten Szenen, die halt komplett neu dazugekommen sind. Und die Idee, dass wir für diesen Tiefpunkt von Rufus, diese Hölle, was könnte denn für Rufus mal so eine richtige Hölle sein, dass wir dafür den Tutorial-Raum wieder benutzen, der kam tatsächlich von meiner Freundin, von der Anne. Die hatte diese Idee und die fand ich tatsächlich so unsagbar gut, weil wir dadurch halt auch diesen Tutorial-Raum ein bisschen erklären, was schon ein bisschen strange ist, dass der hier über die drei Teile verteilt immer wieder auftaucht und Rufus ja auch schon annimmt, dass es sich so um so eine Art Albtraum-Szenario handelt.
dass wir, wenn wir plötzlich in diesem Raum wieder landen, Rufus davon ausgehen muss, dass er gestorben ist und in der Hölle gelandet ist. Und das, obwohl er eigentlich es gar nicht mit Worten so richtig ausformulieren kann, weil er, und das ist eine weitere Idee hier gewesen, ich wollte ihm auch seine Kommentierfreudigkeit halt hier wegnehmen, um so richtig zu zeigen, er ist total am Boden und deswegen sagt er eigentlich gar nicht mehr wirklich was. Er hat noch nicht mal mehr Bock, halt irgendwas zu kommentieren und seufzt deswegen die ganze Zeit, was ja sicherlich auch eine darstellerische Herausforderung war. Ja, es war sehr klug, mich hier nichts sagen zu lassen. Ich hätte nämlich gar nichts gesagt, sondern ich hätte etwas gesungen. Wenn man den Raum nämlich einfach so unbedarft so sieht, fällt einem ein Chanson dazu ein. Wie man diese Beleuchtung und dieses Dekor, das erinnert mich an das Chanson. Oh, hey, wir fahren in Puff nach Barcelona. Oh, hey, oh, hey. Aber zum Glück durfte ich ja nichts sagen. Okay. Ja, ich habe mich immer so verschluckt. Wahrscheinlich werde ich das rausschneiden, wenn ich dran denke. Tja. Hm? Geht nicht. Platt. Das sind halt die einzigen Sachen, die gehen. Was? Stellt sich immer darunter. Das Tutorial ist gemein. Es ist ja. Geht das? Aufzulegen. Okay. Stromumkehrer. Meiner. Dumme Rätsel. Warte mal, wir haben einen Stromumkehrer, ne? Was ist das? Was ist das?
Okay. Autsch. Müssen heil da rauskommen. Das wäre ein Spaß. Warte mal. Anleitung. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihnen jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu ändern. So dass er in ein Stück am Ende des Fließbandes rankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll? Hier kein Tipp. Ups. Verteilt, vereist, verflammt, gehauen. Warte mal. Vereist. Geflammt. Das so funktioniert. Diese Rätsel von Poki, ne? Eisen. Okay. Geschafft. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wow. Tja. Ich möchte gar nicht so viel verraten, weil ich weiß überhaupt nicht, in welcher Phase des Spiels hier in diesem Screen hier den Entwicklerkommentar anklickt. Das ist immer eine große Schwierigkeit. Ich weiß einfach nicht, was ihr gerade schon gemacht habt oder was ihr noch machen werdet. Deswegen möchte ich das Augenmerk auf diese wunderbaren Montageroboter im Vordergrund lenken. Die, und da bin ich sehr stolz drauf, die tatsächlich 1:1 fast, also nur ein bisschen gecleant, aber doch sehr, sehr stark sich an der Optik meiner Scribbles orientieren, inklusive der Farben. Da wurden auch dieselben benutzt. Und ich habe schon immer gerne Roboter und Maschinen gezeichnet, die so halt irgendwie total sinnlos irgendwie mit Gelenkarmen und irgendwas und so. Das zeichne ich sehr gerne. Ja, und Farbmetrik spielt ja auch eine große Rolle in Deponia. Wir haben meistens ein Farbspektrum, das aus drei Farben besteht. Es ist rot, blau, grün. Und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass das auch die Farben der Coverumschalung, des Rahmens um unser Cover in der Verpackung ist. Und zwar rot ist der erste Teil, blau der zweite Teil, grün ist der dritte Teil. Hier in der Mitte zu sehen. Und diese drei Farben, die spiegeln sich ja auch quasi in den drei. Jetzt wisst ihr es ja, Argus ist auch ein Rufus. Ah, wo bin ich hier gelandet? Was ist hier los? Ich verstehe das einfach nicht. Genau, und diese drei Farben korrespondieren auch auf eine Art und Weise mit den drei unterschiedlichen Rufen, die ihr noch herauszufinden habt. Aber auch dafür wünsche ich euch viel Spaß. Rot, blau und grün.
drei von den Primärfarben. Was hat es mit ihnen nur auf sich? Ich weiß es gar nicht. Es ist einfach nur so eine Art optisches Leitmotiv, über das ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, fürchte ich. Schon peinlich. Okay, hier wurde er weiß, dann wurde er zu Ton irgendwie, dann wurde er zerschnitten, dann wurde er wieder zusammengesetzt und so wurde er wieder befreit. Danke. Du hast ihn eingefangen, um zu scheißen, Junge. Krummel, Krummel, Krummel. Ist hier noch irgendwas? Ein Licht. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Scheint so. Gehen wir mal hin. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Nö. Wasser, Mineralstoffe. Was haben wir denn da? Okay. Sich ein paar Antworten holen. Situation neu bewerten. Hier ist nichts weiter, ne? Richter. Du hast ihn eingefangen, um zu scheißen, Junge. Ist nur das. Oh, Fett. Kohlenhydrate, Wasser, Mineralstoffe, Eiweiß. Seriöse sechste Anzeige. Wahrscheinlich kriegen wir noch einen Rufus daraus oder so. Hey, du! Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Stillgelegte Fabriken haben optisch etwas sehr Monumentales. Man kann sehr schwer weggucken. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass nicht viel, viel mehr Unfälle passieren an der Stadt. Einfahrt nach Hamburg, wenn man so durch den Freihafen fährt und auf der rechten Seite steht so ein riesen elefantöses, monströses Fabrikgebäude schon sehr weit weg und da kann man nur erraten, wie groß das eigentlich ist. Nachts schalten sie dann diese Beleuchtung an und das sieht halt aus wie aus irgendeinem krassen Ridley Scott Science Fiction Film und ich kann da immer schlecht weggucken, da müssten eigentlich viel mehr Unfälle passieren. Vielleicht ist das der Grund, warum der Elbtunnel immer so oft gesperrt ist. Aber es gibt halt auch so mehrere von diesen Fabriken, die stehen dann auch gerne mal tatsächlich irgendwie nah von Autobahnen, weil da die Grundstücke am günstigsten sind oder keine Ahnung, weil es da egal ist, wenn halt irgendwelche Chemiewolken halt drüber wegziehen. Das ist innerhalb von Orten halt meistens ärgerlicher. Leute, die in Autos sitzen, die haben eh nichts Besseres verdient. Und da müssten eigentlich viel mehr Unfälle passieren. Also diese Fabrik ist deswegen tatsächlich so ein bisschen optisch unter meinen Erwartungen geblieben. Was natürlich auch an den ganzen rätseltechnischen Gegebenheiten liegt. Hier sind sehr viele Rätselkomponenten, die sich halt quasi stark in die freie Hintergrundgestaltung einmischen, sodass wir hier keine von diesen monströsen Fabrik-Dingern wieder hinbekommen haben, so wie ich sie eigentlich ursprünglich mal gedacht habe. Das ist ein bisschen schade. Aber man erahnt so ein bisschen was von dem Rost. Eine weitere Sache, die ich hier auf jeden Fall anmerken muss, ist, dass unendlicher Dank an den guten Heiner geht, ebenfalls ein Dedelic-Skripter, der für gewöhnlich in anderen Teams sitzt und zusammen mit dem Alex aus meinem Team und dem Ede, der halt quasi sein Spinnennetz über alle Projekte spannt. Die drei zusammen bilden die Make-Force hier im Unternehmen. Das heißt, immer wenn ein Projekt eng wird und halt so richtig durchgecrunched werden muss, das heißt, die Zeit wird knapp und es ist noch viel zu tun, dann kommen die drei quasi in ihren Superhelden-Outfits in die Firma und machen das Spiel richtig rund. So, innerhalb von kürzester Zeit. Da ist tatsächlich bei mir Goodbye Deponia das erste Projekt, wo ich die Make-Force so in ihrer folgenden Wucht, also mit Heiner zusammen, halt in Einsatz hatte und die haben es auch einfach wieder gemacht. Und die unendlichen vielen kleinen Fehler, die wir uns alle nicht erklären konnten, die in diesem Screen waren, bevor Heiner dazu kam, die hat er alle behoben. Wie hat er das gemacht?
Er hat den ganzen Screen nochmal gemacht. So hat er es gemacht. Krasser Typ, der Heiner. Okay. Hier haben wir frisches Fett. Ich glaube, das müssen wir alles kriegen. Ich wollte schon mal ganz kurz was gucken. Einstellung. Sprache. Videos. Nö. Aber sein Kommentar ist immer ein bisschen leiser. Was ich immer machen kann, ist einmal speichern. Haben wir noch nicht gemacht. Echt, das war zuletzt. Speichern! Ja. 20.33, 21.08. Ist ein bisschen her. Stechuhr, da können wir hoch, wahrscheinlich. Oh, sind wir denn hier? Ölmühle. D'accord.